Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir U-Bahn Frankfurt und ich wollte mit euch die U-Bahn jetzt zum Start einmal aufrüsten. So. Das dann wenden wir uns das einmal zu. So, wir sind die Linie 97, also wir fahren die U7 von Hausen nach Enkheim. Wir nehmen einfach mal den Kurs. So, dann haben wir das genommen. Dann tun wir das da einmal wieder hin. Dann öffnen wir, können wir rausgehen. Dann öffnen wir uns die Tür. Nächste Station, Große Nelkenstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir entweder das Hafen oder H3. Fährt dann in Richtung Ostbahnhof. Ja, ich stehe da geht's noch im Tunnel. Dann fahren wir erstmal falsch, wenn ich gelaufen mag. Weiß ich gerade nicht. Sehen wir. So, dann gehen wir einfach rein.
Nächste Station, Industriehof. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U6 in Richtung Heerstraße vom gegenüberliegenden Bahnsteig sowie zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Kirchplatz. Entschuldigung, ich war jetzt noch einmal draußen auf der Sicht und jetzt hört man das leider nicht mehr. Bleib jetzt mal im Fahrerhäuschen. So, ab Bockenheimer Warte, das sind in 2 Haltestellen, treffen wir da auch die U-Bahn-Linie U4. Die fährt aber einen Bahnsteig unter uns ab. Und die treffen wir später ab. So ab Johanna Tischplatz haben wir an der Haltestelle Eichsporthalle. Nächste Station, Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich glaube mal, dass ich zur U4 auch ein Video machen werde. Sehen, wo jetzt meine Maus ist. Dieser Balken muss weg sein. Wieder dann dürft ihr die Türen schließen. Oder wenn ihr die Freigabe reingemacht habt, dann gehen die Türen von alleine wieder zu. So, jetzt kommen wir gleich zu einem Slipper. Nächste Station. Bockenheimer Warte, Unicampus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir stehen jetzt hier, wo diese roten Züge sind und die U4 fährt halt unten drunter. So, sag ich mal weg, die steht hier auf dem Betriebsweg und fährt so dann hier runter weg. Wir fahren halt jetzt hier zur Stelle Westend. So. Was ich auch immer sehr interessant finde, oder was ich gerne mag, ist so über Kreuzungen, so ein Kreuz in der Mitte drüber zu fahren.
Nächste Station, West End. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da war der andere Kollege dran, ich glaube von der Musik auch. Gleich kommen zwei große Haltestellen auf Züge. Okay. Nee. Ein großer Treff ist von fast allen U-Bahn-Linien. Klar, hier ist gleich Hauptwache. Oder Hauptwache. Oder die andere halt. Treffen wir auf die U4 und auf, an den anderen Haltestellen treffen wir halt die anderen U-Bahn. U1, U2, U3, U5, U7. Ne, U7 sind wir ja. U8. Die U9 treffen wir nirgendwo. Die sind Ginnheim. Verkehr zwischen Ginnheim und Niedereschbach. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schon eine Herausforderung ist, dass man da auch schafft, schon an den Haltestellen zu halten. S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. So, jetzt Hauptwache treffen wir auf die U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U8, die U-Bahn-Linien. Und unsere Wache treffen wir dann auf die U4 und die U5. So, jetzt nebenan hier fahren auch die S-Bahn. Sehr schön, dass wir das auch hier mitgestaltet haben. Zu den S-Bahn-Linien S1. So, jetzt gleich treffen wir zwar noch auf die S-Bahn. Wenn die drehen dann nach unserem Koffer ab, dann trennen wir uns danach ab an der Haltestelle zu offenen U6. Thank you.
Nächste Station, Zoo. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U7. Zur Weiterfahrt in Richtung Ostbahnhof mit der Linie U6 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, das finde ich halt auch sehr schön, dass die das eingebaut haben, dass man da und da umsteigen muss, wenn man mit der Linie da und da hin möchte. Das finde ich sehr schön gemacht. Weil ich bei dem Bahnhof auch interessant finde, auf dem Bahnhof, wo wir jetzt stehen, da halten U7 und U6 in eine Richtung, aber in die anderen beiden Richtungen halten wir in verschiedenen Bahnhöfen, weil die U6 so unter der Strecke der U7 herkommt und dann rechts an den Bahnhof hält und die U7 hält so mittig, sage ich mal, in den Bahnhof. Nächste Station, Habsburger Allee. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 32. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Parlamentsplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 12 sowie zu den Buslinien 38. Das Schöne an dem Spiel finde ich halt,
man hat viel Abwechslung, dass man auch, egal bei welchen Linien, fährt man mal abends, mal mittags. Aber es gibt halt auch Linien, da fährt man mehr oberhalb. Aber es gibt auch Linien, wie die jetzt hier, da fährt man viel unter den Erden. Nächste Station, Johanna-Tesch-Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nehmen wir an, der Haltestelle der Sheffieldstraße kommt der jetzt mit der 4 nach hinten. Nächste Station, Schäfflerstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U4 in Richtung Bornheim vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch das gefällt, was ich auf meinem YouTube-Kanal bringe. Ich würde mich sehr darüber freuen, damit ich weiß, euch gefällt das. Was wir gleich auch mal machen könnten.
Nächste Station, Kruppstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Hessen Center. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Enkheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 42, zu den Buslinien des Stadtverkehrs Maintal sowie zu den Regionalbussen. So, jetzt sieht man hier rechts die 4 Gleis, die 7 fällt hier nach links rüber. Da wir noch sind, fahren wir natürlich nach links rüber. Busse halten zwischen den beiden Bahnsteigen. Das heißt, die Leute oder die Menschen, die man brauchen, die haben eine Möglichkeit, schnell noch auf den Bahnsteig zu kommen. Also ich würde das Spiel nur empfehlen, weil das super realistisch ist, meiner Meinung nach. Ist ja aber auch nur meine Geschmackssache. Ja. So. So. Dann haben wir die U-Bahn auch einmal abgestellt. So. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne, wie ich schon gesagt, ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.